Herzlich willkommen in meinem Video. Heute werde ich zeigen, wie ich eine SSD-Festplatte auf mein altes Motherboard installiere. Ich habe mich für die schnelle SSD-Festplatte mit dem N2-Stecker entschieden, da ich mir keinen freien Speicherplatz auf meinem Computer habe. Zuerst wird der Computer vom Strom abgesteckt und dann ein paar Mal auf den Power-Button gedrückt, um Überspannung im Computer zu verhindern. Dann wird die Abdeckung aufgeschraubt. So sieht das Innere des Computers aus. Um die Festplatte zu installieren, muss man die Grafikkarte bei dem Motherboard ausbauen. Man muss darauf achten, damit man keine statische Spannung hat. Die Grafikkarte wird folgendermaßen ausgebaut. Hier wird sie ausgesteckt. Und hier müssen zwei Schrauben gelöst werden. Und dann wird die Grafikkarte rausgenommen. Hier unten ist noch ein kleiner Hebel. Den muss man nach rechts bewegen. Und dann kann man die Grafikkarte herausnehmen. Als nächstes löst man die Schraube. Dann steckt man die Festplatte im Winkel von ungefähr von 30 Grad in den Schacht, vorsichtig, und fixiert sie mit der Schraube. Die Festplatte ist jetzt montiert. Jetzt kann man die Grafikkarte einbauen und alles zuschrauben. Man kann die neue Festplatte noch nicht sehen, da sie nicht formatiert ist. Man muss zuerst zur Systemsteuerung gehen, dann Speicherplätze. Dann ist die Festplatte hier. Dann drückt man neue Pool und Speicherplätze erstellen. Hier drückt man einfach auf Abbrechen. Nochmal hier und jetzt Speicherplatz erstellen. Den Namen des Speicherplatzes, den Buchstaben des Laufwerks kann man auswählen. Und Dateisystem ist schon ausgewählt, man kann es nicht verändern. Hier geht man zu einfach und schon ist, hier kann man noch die einfach, hier kann man die Kapazität noch auswählen. Und man sollte das ganze Laufwerk einbinden. Und jetzt Speicherplatz erstellen. Und jetzt ist der Speicherplatz hier erstellt. Das war mein Video zum Einbau der Festplatte. Die Festplatte ist relativ einfach einzubauen. Das Schwierige daran war nur, den Hebel für die Sicherung der Grafikkarte umzustellen. Wenn euch das Video gefallen hat, liked es und abonniert meinen Kanal. Tschüss.